Vielleicht haben Sie in den letzten Wochen immer so mitgekriegt, US-Diplomaten, US-Politiker sagen, die EU muss jetzt mal mehr Geld in die Ukraine überweisen. 3,5 Milliarden Euro pro Monat sind da so im Raum. Und die EU soll jetzt mal ganz dringend, aber jetzt flott. Wissen Sie warum? Die Amerikaner haben 40 Milliarden US-Dollar Waffen geliefert, also Gegenwert. Das ist aber keine Schenkung, das sind Leihgaben. Lend and Lease Act 2022. Das heißt, die Ukraine muss diese Waffen bezahlen. Und die Ukraine hat das Geld gerade nicht. Deswegen soll bitte die EU das Geld an die Ukraine überweisen, damit die Ukraine die Waffenlieferung an die USA bezahlen kann. Umgekehrt, die Waffen, die wir liefern, sind natürlich alles Schenkungen. Ja. Da habe ich dann erstmal verstanden, als ich das rausgefunden habe, warum die Forderung kommt, dass wir es bezahlen sollen. Na, da war es für mich klar, warum und weshalb. Aber draußen weiß das keiner. Wenn Sie das mal rumerzählen, dann werden Sie komisch angeguckt. Können Sie alles nachlesen. Land and Lease Act 2022, steht das alles drin.